Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. In der letzten Folge haben wir den Wendigo erledigt und in dieser Folge gehen wir weiter. Wir haben allerdings nicht mehr so viel Munition für unsere Waffe. Wir haben höchstwahrscheinlich auch keinen Kleber, was ein bisschen schlecht ist, weil ich gerne dieses Visier abnehmen würde. Aber rein theoretisch kann ich auch komplett ohne Visier spielen, oder? Wenn ich jetzt, will nicht verwerten, ich will modifizieren. Modifizieren und reparieren. Zur Modifikation wechseln. So, wir haben auch noch das Gitarrenschwert, das habe ich behalten, weil ich es cool finde. So, ich würde gerne das hier loswerden. Werden höchstwahrscheinlich dann auf Reflexvisier gehen. Schade. Kannst aber auch einfach abnehmen, ne? Ich könnte es nicht abnehmen. Brauche einfach Kleber dafür. Naja, gut. Aber reparieren kann ich es auch nicht, ne? Fehlt natürlich Kleberchen. Los, Kleber. So, wir werden. Du stehst ja immer noch hier. Ich habe sie einfach hier abgeladen. Und seitdem steht sie da. Wir werden unsere Kleidung wieder mitnehmen. So. Schaden durch Spieler, Schaden durch Tiere. Ein Glück. Vielleicht werden wir das später tragen. So getarnt mit Taschen, mit Taschen, mit Taschen, mit tiefen Taschen, nachtaktiv. Erhöht sich der bei Nacht und Schadens- und Energieresistenz. Na gut. Ich habe Schaden zuerst gelesen und dachte nur Schaden? Was? Schaden? Schaden? Ach ja. Halt. Oh. So, wir haben vier Sachen. Wir haben einmal linker Fuß, Brust. Rechts Hand und rechts Fuß. Das heißt, mir fehlt noch links Hand. Ne? Kleidung. Übrigens konnte ich irgendwie das Auge des Ra jetzt doch tragen. Keine Ahnung warum. Eigentlich müsste ich die ja auch mitschleppen. Aha, so viel zum Schleppen. Du bist links oder rechts? Rechts. Tarnfeld, oh Gott, nein. Ist es jetzt Hand oder Fuß? Ich kann es ja nicht mal lesen. Rechtes Bein, achso, okay, gut. Linker Arm. Ne, mir fehlt der linke Arm, stimmt. Durch Tiere. Oh, nehmen wir durch Tiere, klingt gut. So, wenn wir jetzt alles tragen, ne? Ne? Sorry, Picasso, aber ich gehe jetzt schon wieder weiter. Es tut mir so leid. Ich muss doch weiter. Ich kann jetzt nicht hier stehen bleiben. So. Okay, essen wir noch ein bisschen was und wir sollten noch was kochen. Ich habe irgendwelche Drogen reingezogen, ich weiß. So, wir behalten noch erstmal unsere Rüstung an. Ein bisschen abgekochtes Wasser, ein bisschen Holz verschwenden. Fleisch. So. Da hier noch ein bisschen was Geröstetes. Wie viel Zeug ich habe, Alter. Ich wundere, dass ich so viel wiege. Leuchtende Steak, Maulwurfsratten haben. Okay. Und ich will mich nochmal umziehen. Ich möchte nämlich anziehen, und zwar mein Sniper-Outfit plus den Halloween-Schädel. Ja, nice. Das gefällt mir. Hä? Picasso, ich glaube, du stinkst. Das ist ja wie eine pinke Wolke. Ja, hallo. Hey. So, okay. Wir haben jetzt alles. Ich wollte jetzt noch was essen. Okay. Dann nehmen wir unsere andere Waffe. Die hier.
leider noch mit Scope. Und dann wollen wir nämlich Knochenmehl sammeln. Das heißt, wir müssen uns höchstwahrscheinlich für die Todeskralle nochmal nackt ausziehen und wir müssen direkt hier hin. Weißt du was, komm. 56 Kronkorken easy. Sorry, Pascal. Es tut mir leid. Ich bin gerade eben schon aus der Höhle gegangen, habe ihm gewunken, als er rausgekommen ist und bin nach Hause gegangen, um die Aufnahme zu starten. So, dann habe ich hier jetzt gerade alles vorbereitet und jetzt gehe ich wieder weg. Ja gut, aber man muss dazu auch sagen, er ist Level 88. Wieso stinken die alle hier? Ich habe irgendwie eine Night Vision oder so, ne? Kann das sein? Ich glaube, ich habe eine Night Vision an. Wodurch? Durch Kleidung? Verschweißtaschen. Ich wollte euch nicht... Oh Gott. Ich wollte euch wirklich nicht anlocken. Ich habe ein kleines Blümchen. Na, 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 na. Gib mir meine Pumpgun. Au. Gott, die sollten die doch ablenken. Die haben nur einen einzigen getötet. Gut, hier war wahrscheinlich auch nur ein einziger. So, will ich sehen, wie er mich hier verfolgt. Das ist die Droge, die ich mir reingezogen habe, bestimmt. Hä? Was? Eine lebende Mülltonne. Hätte ich jetzt eine Granate. Aber ich sammle sie ja nie ein, weil ich sie scheiße finde. Jetzt lauft ihr weg, oder was? Oh, hinter mir. Oh Gott. Ich passe hier nicht durch, ich bin zu fett. Oh, die sind schlau genug, um da runter zu springen. Das wusste ich nicht. Oh Gott, der ist schlau genug, um da hoch zu gehen. Ja, toll, ich habe Red Würmer. Nee, hatte ich vorher. Alles gut. Ich bin verwirrt. Okay, noch einer weniger. So, lass mich kurz nachladen, Dude. Können wir weiterspielen. Oh Gott, ich hänge wieder irgendwo fest. Ich bin so hängen geblieben. Oh. Alle erledigt. Was habe ich mir da für eine Droge reingezogen? Die ist ganz praktisch. Bärenmentets. Markiert lebende Ziele. Ich verstehe. Gut, für 26 Minuten, für 28 Minuten Red Wurmer, das ist okay. Damit kann ich leben. So, sammle Knochenmehl. Knochenmehl hat ein bisschen was mit, hier Hans Dieter zu tun. Wie heißt er nochmal? Todeskralle. Die sollen hier irgendwo in der Nähe sein. Vielleicht in der Nähe von Elendas Bunker? Oh. Ist das der Todeskralle? Hihi. Krankheitsrisiko durch unser sauberes Wasser? Nö. Ich bin krankheitsresistent. Ein Hochaufwärtsmodus. Okay, ich sehe hier aber sonst nichts Lebendes mehr. Yeah. Vorsicht, vor was? Hier ist nichts. Ich wüsste doch, wenn hier irgendwas ist. Ach, da kommt... Da ist der gute alte Picasso. Vorsicht vor Picasso. Picasso ist immer hinter dir. So. Wo finde ich jetzt diese komischen... Dinger. Also Knochenmehl findet man oft in Nestern von Todeskrallen. Wo könnte hier eine Todeskrallennest sein? Was er vielleicht hier?
Es muss ja hier in diesem Gebiet irgendwo sein. Die Todeskralle würde ich ja sehen. Aber Roboter werde ich wahrscheinlich nicht sehen können, ne? Installiere die Suchstation optional. Liegt das vielleicht daran? Ne, sammle Knochenmehl. Aber wenn ich jetzt beim Bunker reingehe, kann ich doch bestimmt die Suchstation installieren. Und dann habe ich es einfacher. Wir versuchen das mal. Ich habe jetzt auch hier keinen Bock, stundenlang rumzulaufen. So, da ist der Bunker. Ich glaube, von der hatten wir auch die Quest. Aber wir hatten die auf jeden Fall hier in diesem Gebiet gefunden und die ganzen Gebäude sind ja irgendwo auch miteinander verbunden. Hier waren Kakerlaken, das weiß ich noch. Oh! Hallo Fusionskern. Hallo Pascal. Hallo Duschventilator. Hallo Ellas Terminal. Ey, nein, nicht. Pikachu! Was machst du? Ich wollte da gerade ran. Und tanze ich dir ein bisschen auf den Kopf rum, ey. Jetzt stinkst du wieder. Was ist das? Suchst du noch Spermaspuren? Geht's bei mir nicht, sorry. So. Mitteilung, Forschungsstudien. Installiere die Suchstation. Müssen wir vielleicht ein Holoband laden? Es sind viel zu viele von diesen Scheißdingern. Monster von Grafton haben wir tatsächlich schon besiegt. Lagerführerprogramm, ich glaube, das ist das nicht. Viel zu viel. Oh, ich musste leider auch alle mitnehmen. Oh, Forschungsbericht. Würgedünger, Knochenmehl aufspüren. Dank Nirash, absolut großartiger. Tochter Abby habe ich jetzt ein funktionierendes Knochenmehl-Peilgerät. Falls also jemand interessiert ist, mit Blumen und netten Worten kriegt man mich nicht rum. Bei medizinischem oder technischem Wissen schmelze ich allerdings dahin. Sie hat eine Station eingerichtet, die das Dosimeter des Pip-Boys nutzt. Also muss ich nur alles installieren und zum Laufen bringen. Danach sollte ich meine Fähigkeiten beim Erlegen von Todeskrallen ein wenig aufpolieren. Ah, installieren wir den Scheiß. Nice. Installation abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Du kannst jetzt hochradioaktive Todeskrallen-Exkremente aufspüren, die Ella so liebevoll als Knochenmehl bezeichnet. Schalte die Station Strahlungssignatursuche ein, wenn du Lust auf richtig Spannung hast. Viel Glück und gute Jagd, Abby. Okay, Abby, ja, vielen Dank. Den suchen wir mal. Hier, Pascal, der wird mir helfen. Der versteckt sich gerade vor mir. Mach einfach mal die Tür zu. Jetzt laufen wir schnell weg. Kriegst mich nicht. Ja, cool. Problem gelöst. Ich habe einfach nur 1 plus 1 zusammengezählt und wusste, hey, komm, Ella, die gute alte Ella, die haut mich da schon raus. Wir sind übrigens schon Stufe 28. Wir sind bald Stufe 30. Das ist der nächste Punkt. Und wieso gucke ich jedes Mal in die Ecke? Ich weiß es nicht. So. Prozent.
Wir müssen doch in die Richtung, oder? Ja. 51%. Okay. Das bringt gar nichts. 55%. 60%. Muss kurz was. Nee, nein, nicht das. Ich werde mal ganz kurz meine Sachen ablegen. Prozent, okay. 65%, okay. Okay, wir gehen jetzt in die richtige Richtung. Aber wir sind doch schon gar nicht mehr in dem Gebiet drin. Oh. Hier geht es wahrscheinlich nur um das Nest. Oh Gott, das hat nichts gebracht. Okay, ich sollte mich in Sicherheit bringen. Ich habe die Todeskralle gefunden. Und ich habe keine Rüstung an. Hilfe. Oh mein Gott. Ich habe ihn getroffen. Komm doch her, Mann! Oh. Hör's doch. Wieso bekommst du keinen Schaden? Was soll das? Ich hab genug Munition für dich. Ich kann das den ganzen Tag übrigens. Wo ist Picasso, wenn man ihn mal braucht? Hey, das ist nicht nett. Bist du? Hallo? Pass auf, das hier ist doch panzerbrechend und der hat bestimmt einen guten Panzer. Der versteckt sich. Die alte kleine Potsau. Lauf nicht weg! Verkrüppel ihn einfach. Lauf doch nicht weg, Mann. Ich meine, ich bin genauso feige wie du, aber hey. Ich stehe wenigstens dazu. Ich glaube, ich sehe dich, oder? Nee. Siehst du das? Nee. Todeskralle? Wo ist mein Stinkometer? Normalerweise sehe ich ihn doch. Hier müsste ich auch in Sicherheit sein. Ich sehe dich. Wieso läuft er weg? Mit wem prügelt er sich?
Oh Gott, ich habe keine Rüstung. Ja. Nein. Er hat mich erwischt und ich habe ihn erwischt. Ich bin noch am Leben. Ich bin nur noch am Leben. Ich bin doch nicht gestorben. ETF Picasso, du wolltest mir helfen. Du hast mich im Stich gelassen. Ich hab ihn getötet. Ich hab wahrscheinlich nicht mal Erfahrung dafür bekommen. ETF. Natürlich habe ich keine Erfahrung dafür bekommen, weil ich gestorben bin. Was ist ein Scheiß. Metallrüstung, linkes Bein, schwarzes Titan, lose Zahnräder, Todeskrallenfleisch. Okay, suchen wir noch sein Nest. Oh. Hier irgendwo muss es sein. Nein, wir laufen in die falsche Richtung. Weißt du, bis ich das Nest gefunden habe, ist er schon wieder neu gespawnt. Blutkäferrüssel, okay. Weiß nicht, wieso ich den gesucht habe, aber gut. Sag mal, hat er hier irgendwo seine Eier einfach hingekackt oder so? Okay, wir kommen näher. 80. Ha! Verstrahltes Knochenmehl. Easy going, okay. Wir haben alles, was wir wollten. Sammle Stickstoff, sammle Phosphor, sammle Kalium. Und wo kriege ich das jetzt her? Achso. Gut, easy. Was ist ein Stress, was? Ich hasse es, wenn ich so random einfach Schaden bekomme. So viel Munition haben wir noch? Nicht mehr viel, dann ziehen wir unsere Rüstung wieder an. Gegenseitiges K.O. geschlagen, ey. Dieser Lacker. Wie soll man den töten? Ich kann den doch nicht one-shotten. Ich meine, ich hab's versucht. Der ist weg. Wie tötet man so ein Fettwurzmonster? Ich meine, ich kann den schlecht hier suchen, oder? Oder? Er wird sich vermutlich, ich denke mal, der wird sich hier immer weiter in der Nähe befinden. Ist er das da? Nee. Ja, hier leuchtet sowieso alles. Hier steht Vorsicht, also ist er irgendwo noch in der Nähe. Also ich nehme an, dass er sich nicht weit teleportieren kann. Fakt ist aber, er kann teleportieren. Vielleicht brauchen wir auch so ein Aufspürgerät für ihn. Vorsicht immer noch. Keine Ahnung, wo der stecken soll. Aber meine Annahme ist halt, dass er einfach irgendwo in der Nähe wieder aufploppt. Ich hab keine Ahnung, wohin. Oh, noch Vorsicht. Die feige Sau. Ich hab auch keinen Bock auf Schnitzeljagd. Ich meine, ich habe ihn das letzte Mal schon nicht wiedergefunden. Na komm, gehen wir Richtung Quest. Vielleicht sollen wir Richtung Quest verschwunden, wer weiß.
Halte Augen und Ohren offen. So, bin ich irgendwie verstrahlt oder so? Was ist mit mir los? Nö. Ich sehe die ganze Zeit so ein bisschen verschwommen. Ist aber doch hier irgendwo. Kannst du mir doch nicht erzählen. Dass der einfach verschwindet. Holy shit! Sorry, ich hab mich erschrocken. What the fuck war das? Sorry. Die armen Nachbarn. Immer noch Vorsicht. Was war denn das? Hallo, Glühwürmchen. Was zur Hölle war das? Mein Herz ist stehen geblieben. Hier wird immer noch gesucht von irgendwas. Ihr könnt doch so nicht so einen Scheiß mit mir machen. Was ist denn los mit euch? Meine Fresse. Das war eine riesige Explosion. Also wenn wir gleich hier irgendwo einen Atompilz in der Nähe sehen, dann wissen wir, dass gleich wieder Atombomben gefallen sind. Aber normalerweise kommt doch immer ein... Ich muss mich erstmal beruhigen. Ein Countdown. Das wollte ich sagen. Alter, hab ich mich erschrocken. Das ist doch nicht mehr normal. Ein Schlinger. Oh, die sind zu zweit. Colonel Gutsy. Du siehst mich nicht. Oh Gott, das sind mehrere von den Dingern. Ich dachte, er wäre wie einzigartig. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Die werden unsere ganze Munition fressen. Na gut, dann kriegt ihr jetzt diese Waffe ins Gesicht. Ist so genauso stark wie eine 10mm. Oh, gib mir Level up. Mehr Schleichbonus bitte. Zum Glück habe ich so viel Munition dafür. Level up. Wird immer noch gesucht von dem komischen Ding. Schlinger. Innereien. Was war das andere Viech, was ich abgeschossen habe? Und wo ist es? Was ist das? Wirkpflanzenschote, okay. Keine Ahnung, wo es ist. Einfach verschwunden. Okay. Ich würde sagen, wir kümmern uns nochmal um das Level-Up. Und zwar mit Glück und den Schleichbonus. Den ich nicht mehr kriege. War das nicht Glück? Nee. Agility, ne? Ja. Ja, statt 1, ah. Bei 3 Sternen kriege ich 1,5, aber gut. Direkt mal mehr Power. Okay, ich würde sagen, wir entdecken nochmal dieses Gebäude und dann verabschiede ich mich, denn ich muss jetzt offline gehen. Ich habe mich so stark erschreckt, dass ich völlig fertig bin.
Muss mir gleich die Aufnahme noch angucken, damit ich selber nochmal lachen kann. Und gucken kann, was das zur Hölle war. Dire Chemical. Ist nichts gesehen. Ich will mich doch eigentlich ausloggen. Wieso kämpfe ich jetzt gegen den? Weil er so viel Erfahrung gibt, höchstwahrscheinlich. Ich mache die ganze Zeit diesen doppelten Schaden, weil er nicht weiß, wo ich bin. Oh. Ich bin tot. Oh, Picasso wollte gerade zu mir. Komm, sammeln wir ihn gleich noch ein. Weil wenn ich jetzt rausgehe, verliere ich wieder meinen ganzen Schrott. Ja, was haben wir daraus gelernt? Die Waffe ist nicht OP. Jedenfalls nicht gegen starke Gegner. Wir müssen irgendwie mit anderen Waffen kämpfen. Ich meine, gegen schwache Gegner, also so kleine Sachen, kann man das machen. Aber töten wir ihn trotzdem noch. Jetzt verdient die Potsau. Was habe ich noch für Optionen? Scharfschützengewehr. Ja. Ich habe dafür zwar nur noch 16 Munition und keinen Schalldämpfer. Was brauche ich auch gar nicht. Hast du dich geheilt? Oh, tot von oben. Minuten, ja gut, aber das hat uns nicht zu interessieren. Freunde, wir sehen uns. Achtung, Bürger. Ein Atomschlag steht bevor. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Ach cool. Mal woanders. Ihre Kooperation. Vielleicht nicht die beste Idee, sich dahinter zu verstecken. Ja, ich bin jetzt komplett verstrahlt. Freunde, wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder und dann mit weniger Schreckmomenten für mich. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Da ist die Kamera.